Hallo, ich und meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal hier wieder zurück zu Haus Flipper, den Heimwerker Simulator. So, wir haben unser erstes Haus gekauft, ein Haus aus den 40ern. Und schon am Anfang, beziehungsweise in unserem Eingang, haben wir schon mal Kakerlaken. Was ja interessant ist, wenn die sich schon da vorne aufhalten, aber na gut, da zerstören wir sie mal kurzerhand. Ist ja jetzt nicht das Problem. Dann sind die Viecher auch relativ schnell weg. Gut, kommt natürlich darauf an, wo die hergekommen sind. Aber sei es drum. Was für ein Chaos, oh je. Ah, ich verstehe. Wir können hier Häuser kaufen und sie dann verkaufen. Und damit noch einen größeren Reibach zu machen. Ah, verstehe. Verstehe. Okay. Ja, gar nicht so dumm. Muss ich ja zugeben. Gar nicht so dumm. Ich hätte jetzt aber ja gesagt, okay, ich kaufe die Dinger, ne? Und das ist dann halt mein Eigenheim. So, davon nicht eins, nicht zwei, nicht drei. Sondern sehr, sehr viel. Eben. Überall Kakerlaken. Ja, da ich ja jeder Meinung bin, das muss alles mal so mehr oder weniger weg. Nutzen wir das auch erstmal so und verkaufen wir den Spaß. So besser kommen wir nämlich dran. Weil dieses altmodische Gelumpe, das richten wir uns dann halt so ein, wie wir es halt wollen, würde ich mal fast behaupten. Ist auf jeden Fall das Einfachste, was wir machen können. Also der Staubsauger hat auf jeden Fall schon sehr, sehr viele Kakerlaken abgehalten, beziehungsweise aufgenommen. Sehr schön. Also das ist alles hier einzelnes Gelümpe. Genügend Kakerlaken umgebracht, ja, danke. So. Das. Und hier drüben waren wir ja auch schon, ne? Okay. Ja, so von der Einrichtung her, man muss halt gucken, es ist ein zerdepperter Spiegel, den hauen wir raus, den hauen wir auch raus. Ist halt auch alles hässlich. Das kommt alles mal weg hier. Ich brauche nur ein einziges Schlafzimmer, yeah. Ist mir schon klar. Wir müssen halt trotzdem erstmal gucken, ob wir das hier alles so behalten, wie wir es behalten, oder ob wir halt nicht gleich von Grund auf neu machen. Wie soll ich kochen? Ja, chillt eure Basis, Freunde. Chillt eure Basis. So. Ist ja schlimm. So. Den ganzen Schrutz hier erstmal verkaufen. Da mach ich mir eine leere Bude. Hier drüben geht's sogar noch weiter. Ach du Heimatland. So, gibt es nicht Platz für Bücher? Ja, doch. Die wird leider alles kommentieren müssen. Ne? Also wir sind hier in einer komplett vermüllten Bude. Ja, das Einzige, was die hier so anstreben, meines Erachtens nach ist so. Mensch, jetzt gerne noch eins. Gut, wunderbar. Was will man mehr? Jetzt haben wir erstmal hier so ein hässliches Grundgerüst. Wo man sagen kann, okay, damit kann man davon kann man lähmen oder mit kann man lähmen im Endeffekt. Wird die hässlichen Lampen hier weg. So, jetzt müssen wir erstmal allgemein hier einen Frühjahrsputz machen. Mensch, jetzt gerne. Gibt's neue
Statistiken, Verbesserung. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Alles klar. Alles 0, 0, 0. So, dann machen wir den ganzen Spaß hier erstmal. Rene. Können wir dann eh alles hier komplett. Wenn ich mir hier das angucke. Die Fliesen sind komplett für den Arsch, also ganz ehrlich. Das komplette Bad müssen wir neu fließen. Meine Rene machen ist jetzt weniger das Problem. Aber die Fliesen, die kriegen wir definitiv ja so nicht mehr rein. Und sprich, müssen wir das ganze Bad neu fließen. Ja, moin. Okay. Gut, da haben wir ja schon mal weniger das Problem. Machen wir ja schon mal den ganzen hier das Welcome-Gedöns von mir aus. Kann ja hier drinnen bleiben. Genauso wie die Tür. Das muss alles neu gemacht werden. Das sieht hässlich aus. Beziehungsweise verdreckt einfach. Neuwertig wird es ja schon besser aussehen. So. Weil hier müssen wir schon mal auf dem Boden nichts machen. Das Laminat sieht gut aus. Oder noch ganz gut aus. Sagen wir es mal eher so. So. Das Einzige, was wir hier so haben. Das ganze Spinnweben hier wegkriegen. Fenster sehen eigentlich auch noch ganz okay aus. Da müsste man theoretisch auch nichts machen. Wir müssen halt nur die ganzen Spinnweben mal hier entfernen. So, dann passt das nämlich hier auch schon wieder. So, na, ich würde erstmal sagen, wir machen erstmal hier eine allgemeine Grundreinigung. Dann sehen wir zu, dass wir das hier irgendwie hinbekommen. Geht das hier so weg? Ja, wunderbar. Ganzen Dreckdinger hier oben weg. Das kriegst du ja durch Streichen weg. Da ist das Gelumpe hier am Boden. Da haben wir sogar einen Teller. Wahnsinn. So. Weg. 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 So, was für ein Dreck. Ja, ja. So. Dann hier rüber, daneben. Das Gelümpe wegmachen. Spinnweben wegmachen. So, dann gibt es noch irgendwo Spinnweben, die ich nicht sehe. Naja. Da muss man aber teilweise schon ganz schön nah rangehen, um die zu sehen. So, das hier oben. So. Ja, dass das hier tragisch ist. Ist ja ganz klar. Hier angeblich, da oben oder was? Also hier. Ja. Das da oben sehe ich jetzt nicht. Oder meint ihr hier den Boden? Boden kann es ja aber auch nicht sein. Könnte halt nur noch die Wand hier sein. So, machen wir schon hier noch einen Fußboden. Das war ja so eine Art Büro hier. Das ist halt so eine Sache, ne? Bis jetzt so, der schöne, schniedelige Geschäftsmann. Danach kommt die Familie, danach kommt der Punker. Der hier theoretisch einziehen würde, das sind so diese Klassen, Unternehmensklassen. Oder, was weiß ich, Gesellschaftsschichten. Denen wir dann theoretisch das Eigenheim hier verkaufen können. Da ich jetzt aber keinen Anspruch habe und mir relativ egal ist, wer hier einzieht. Reiß dich zusammen und räum hier gründlich auf. Wahnsinn. Wieso wurde hier nicht aufgeräumt? Blödsinn. So, genau, da mal die Schnauze halten. Was, du brauchst Gips, um das zu füllen. Ja, mir geht's nicht um Gips, Junge. Mir geht's ja darum, mal die Fensterbank-Räne zu machen. So. Gips am Arsch. So, künstlerisch, was? Künstliches Durcheinander. Ja, da sprach die Künstlerdame. Alles klar. So, dann
Von dem Boden her würde ich ja sagen, ist es ja nicht mal so traurig. Aber wir nehmen mal kurz die Badewanne. Wir nehmen die Badewanne. Kann ich die Badewanne nicht rausziehen? Alles los, kein Problem. Shop. Oder wir können erstmal einen Eimer voll Gips. Ja gut, dann können wir auch erstmal vergipsen. Ist mir dann auch egal. So, was ist denn hier vergipsen? Der Spaß. Ändern auf Spachtel. So. Sehr schön. Das hat sogar Geräusche. Das dauert halt jetzt noch ein bisschen arg lange, weil logisch, ne? Weil wir das nur noch gar nicht geskillt hatten, weil wir das bis dato einfach nicht gebraucht haben. Aber wir haben einen Fertigkeitspunkt zur Verfügung. Schnellere Vergipsung. Schon mal um 20%. Wunderbar. So. Gut. Hier noch einmal mit dran. Sehr schön. Dann haben wir den mit. Dann haben wir nämlich erstmal alles fertig. Dann geht's mal hier hin, machen wir hier mal kurz die ganzen Türen zu. Dass wir ein bisschen was sehen. So. Wunderbar. Hier oben haben wir noch ein bisschen Dreck. Gut, habe ich jetzt hier drauf nicht so wirklich geachtet. Muss ja noch irgendwas vergipst werden. Nee. So, hier drüben muss es auf jeden Fall. Zack. E. Ran damit. Sehr gut. So, ne, das passt doch schon mal. Wunderbärchen. Wenn mein Stuhl nicht jedes Mal rückwärts rollen würde, wäre das sehr angenehm. Ansonsten gibt es jetzt hier erstmal nichts. Jedenfalls nicht auf die Schnelle, oder muss das hier auch vergipst werden? Naja, das ist einfach nur Dreck, ne? Gut. Das ist einfach nur Dreck. Aber hier zumachen. Hier drüben müssen wir definitiv ran. Sehr schön. Ist das auch so? So, und das war's eigentlich in meinen Augen. Eigentlich erstmal alles zugespachtelt, was es zu spachteln gibt. Wunderbar. Gut, dann können wir ja jetzt hier auch mal in aller Ruhe. Ja, gut. Das war halt dann doch nicht so ganz fertig. Hier geht's dann noch weiter. So. Das war dann aber auch die einzige geile Stelle noch, würde ich mal behaupten. So. Dann mal hier noch die Fenster minimalistisch rein machen. So. Hier ist es noch an einigen Stellen dreckig. Ja, ach. Meiner, erzähl nicht. Das hätte ich jetzt ja absolut nicht erwartet. So. Fliesen, Bodenfliesen. Da gibt es nur wieder mehrere. Keramikfliesen, Mosaik.
Das sind auf jeden Fall die Bodenfliesen. Die müssen wir ja nicht machen. Wir brauchen ja Wandfliesen hier. Dann nehmen wir einfach mal die Krähen, würde ich sagen. Die sind nämlich meines Erachtens nach eh schon dran. So. Oh ne, die sehen sogar ein bisschen anders aus. Wunderbar. Dann haben wir mal noch neue Fliesen. Dann sieht das auch alles noch ein bisschen schicki-schicki aus. So. Besser als das dreckige Lümpel, was jetzt sicher dran ist. So. Und ich sage mal, Hauptsache Fliesen. Ob das nur so wunderschön aussieht, das soll mal einfach dahingestellt sein. Zack. Zack. Da ist jene Packung schon wieder alle. Wunderbar, so können wir definitiv noch mindestens zwei kaufen. Also mindestens. Weil wir fließen hier sicherheitshalber einfach mal alles. So. Aber bis jetzt gab es noch gar keine Anmerkung von den Herrschaften wieder, die hier kaufen wollen. Außer wo es im Saubermachen ging. Mit der Anmerkung, es ist noch nicht wirklich sauber. Wo ich mir denke, ja. Habt ihr in der Tat recht? Wir sind ja auch noch dabei. So, sehr schön. Da wird das hier auch gefliest. Wird alles gefliest. Hauptsache sieht ordentlich aus. So. Gerade so viele einzelne scheiß kleine Fliesen, die wir hier oben brauchen. Zack. Aber wenigstens geht das ein bisschen mit Schmackes. Was die Geschwindigkeit angeht. So. Aber mit den Stapel werden wir dann definitiv auch nicht komplett hinkommen. So. Wunderbar. Natürlich, wir kaufen nochmal einen Stapel. Blub. So die Sache, fließen wir komplett, weil hier waren keine Fliesen dran, beziehungsweise vielleicht sind sie auch einfach nur abgefallen. Man weiß es nicht so genau, deswegen fließen wir es einfach. Gut, es wäre blöd, wenn wir da jetzt einfach aufhören würden. Dann fließen wir das ganze Boot. So. Naja, haben wir das ja das nächste Problem. Ich glaube, die Lampen tauschen wir dann trotzdem noch aus. Ich habe die jetzt extra dran gelassen, weil vielleicht gehen sie ja noch. Aber ich merke gerade, die sind ja sowas von hässlich. Die machen wir ab. So. Beziehungsweise die sind ja auch verdreckt. Ich glaube, das kriegen wir so gar nicht mehr ab. Ja. So, können wir leider noch ein Paket kaufen. Sind aber auch nicht teuer, muss man sagen. Also vier Ocken. Ist eigentlich ganz angenehm. So, dran damit. So. Ja, die Wanne behalten wir definitiv. Zack. Oh, sie ist mir auf. Ach doch, das habe ich auch gefliest. Ich wusste, das muss man jetzt auch fließen. Und sieht das kacke aus. So, und jetzt noch die komplette Wand hier. Beziehungsweise noch die Stellen. Die drüben haben wir ja schon. So. So. Wunderbar. Haben wir alles gefliest, was zu fließen ist. Sieht wieder schicki aus. Gut, dann müssen wir hier erstmal im Allgemeinen eine Heizung noch installieren. Zack. Wunderbar, Heizung steht. Aber meine Freunde, wir sind erstmal wieder fertig hier für den Part. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn ihr mögt, das Däumchen da lassen, nicht vergessen. Und bis dann, haut rein. Tschüss.